Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquarisse-Experimente. Heute möchte ich mich nochmal auf das Video über den Umbau von einer normalen Röhre auf LED beziehen. Und da habe ich mir gedacht, das kam ziemlich kontrovers an. Da möchte ich euch noch ein paar zusätzliche Details geben, auch auf die Kommentare eingehen. Und dann habe ich gedacht, könnte man ja diese Diskussion vielleicht auch ein bisschen fortsetzen. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich die verschiedenen Aquarien bei mir hier so beleuchte. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen verständlicher, wie ich zu diesem Dreh gekommen bin, wie ich es eben diesmal ausprobiert habe. Okay, viel Spaß dabei. Na dann, es werde Licht. Also, was so die Kommentare angeht, die hatte ich hier mir mal so ein bisschen angeguckt. Da gab es halt so einige, die natürlich die Lichtleistung anzweifeln und das ist mir völlig klar, dass man mit dieser Methode jetzt keine High-Performance-Pflanzen da mit pflegen kann. Es ist aber schon so, dass es durchaus einige Fische gibt, die gedämpftes Licht bevorzugen und es gibt auch sehr wohl auch Pflanzen, die mit schlechten Lichtbedingungen klarkommen. Ob dadurch jetzt die Algen mehr wachsen, das müssen wir sehen. Für mich ist Algen immer so eine Sache vom Nährstoffhaushalt. Das Licht sorgt dann nur eigentlich für, welche Sorte Algen wächst. Das ist so, was ich so merke bei den verschiedenen Becken, die ich so habe, eben auch mit verschiedenem Licht. Die werde ich euch ja jetzt dann gleich noch zeigen. Eine Frage war wegen der Kühlung. Da ist es so, dass ich das einfach ausprobiert habe. Also ich habe dann das mal so laufen lassen, einige Stunden. Und das dann einfach angefasst und das war gerade mal lauwarm. Also da habe ich eigentlich keinerlei Bedenken, dass das zu irgendwelchen Problemen führt. Das Einzige, was da eben warm wird, ist wahrscheinlich eher das Netzteil und das ist natürlich nicht im Kasten drin. Wenn man eben jetzt andere Leuchtstreifen hat, wo das vielleicht anders verbaut ist oder andere Leuchtmittel hat, dann ist es klar, dann kann das auch warm werden. Was war noch? Ja, genau, es gab viele Hinweise darüber, dass man sehr günstig auch schon im Internet LED-Lampen kaufen kann. So, vielen Dank dafür, da habe ich mir auch was besorgt und das zeige ich euch dann auch noch am Ende jetzt des Videos. Ansonsten wollte ich einfach auch nur noch mal ganz klar sagen, dass ja der Name von dem Channel Dukes Aquaristik Experimente ist. Und auch wenn ich natürlich die Sachen zeige, wie ich sie mache, was ich persönlich eben besser finde, als wenn ich immer nur alles Mögliche erzähle, wie es viele andere Channel machen. Es gibt ja Channel, die zeigen nicht mal ihre eigenen Aquarien. Da sage ich halt, okay, bei mir, ich möchte die Sachen halt zeigen und dann kann eben jeder sehen, ob es funktioniert oder nicht. Oder wo man vielleicht auch, wenn Bedingungen an einem Ende nicht so optimal sind oder schwierig zu optimieren sind und vielleicht am anderen Ende nachregulieren kann, um trotzdem ein schönes Aquarium zu haben und viel Freude an seinen Tieren. Eine andere Frage, die noch auftauchte, war, warum ich die Streifen nicht nebeneinander geklebt habe. Da gibt es hier ein älteres Experiment von mir, wo ich eben genau das gemacht habe. Und da sieht man eben, dass da die Lichtleistung erstens mal noch geringer ausfällt und dass auch diese Übergangsstücke ein gewisses Risiko beinhalten, dass sie eben nicht richtig funktionieren und dann sind die Farben falsch oder nicht so, wie man sie auswählt. Ein anderes Thema ist ja auch immer, wie man das Licht schaltet. Also ich habe bei meinen Aquarien 10 Stunden und das aufgeteilt in jeweils 5 Stunden mit 3 Stunden Mittagspause und dann nochmal 5 Stunden. Damit habe ich bei mir gute Erfahrungen gemacht. Die Idee habe ich von einem Dennerle-Video übernommen. Da geht es ja darum, dass eben höhere Pflanzen nicht mehr als 10 Stunden Photosynthese leisten können. Was man darüber hinaus beleuchtet, kommt halt eher den Algen zugute. Und diese Pause gibt es verschiedene Argumente. Eins ist eben, dass man damit praktisch diese Bewölkung in der Mittagspause simuliert. Das halte ich ein bisschen für Quatsch, weil ich war auch schon in tropischen Ländern. Ich habe da nichts gemerkt, dass Mittag irgendwie dunkler wird. Und
Deswegen, ich denke, es ist einfach ein Kompromiss, der es einfach dem Aquarianer hilft, dass man einerseits Strom spart und zum anderen eben auch abends noch an seinen Fischen Freude haben kann, wo ja die meisten Leute dann doch eher Zeit haben dafür. Die günstigste Möglichkeit, das Licht zu schalten, sind diese Uhren. Aber wie man hier auch hören kann, sind die auch manchmal ganz schön laut. Bei mir waren die teilweise lauter als der Filter oder die Pumpe. Außerdem sind sie sehr unpräzise und gehen auch gerne mal ein bisschen nach, sodass man da auch immer wieder nachregeln muss. Daher habe ich sie zumindest in den Schlafräumen durch diese Funklösung ersetzt, mit der man halt bis zu 8 verschiedene Uhren schalten kann, auch zu verschiedenen Zeiten und eben sehr komfortabel mit einer zentralen Einheit Becken betreiben kann, auch wenn sie in mehreren Zimmern verteilt sind. Der Nachteil ist, man muss immer ein bisschen auf die Batterie achten, die da drin ist. Und manchmal bei dicken Wänden und so geht es auch nicht. Bei Becken, wo es jetzt nicht so drauf ankommt, verwende ich auch gerne mal eine LED-Lampe aus dem Baumarkt. Dabei achte ich dann darauf, dass sie IP65 hat, das heißt, sie ist Spritzwasser geschützt. Und die Lichttemperatur sollte so beim 6500 Kelvin sein, also kaltweiß, da das am ehesten der Temperatur von tropischem Tageslicht entspricht. Bei diesem Becken ist jetzt die Elektronik für die Leuchtstoffröhre ausgefallen und deswegen wird das jetzt demnächst ersetzt mit einer LED-Lampe, die ich eben auch aufgrund eurer freundlichen Hinweise im Internet gefunden habe. Und damit wird eben auch einmal mehr klar, dass es die perfekte Lösung wohl nicht gibt. Jede hat so Schwächen und Stärken, sodass man auch ein bisschen den Überblick gerade als Anfänger verlieren kann. Wenn euch das interessiert und ihr da vielleicht noch mehr Videos dazu haben wollt, auch zu den verschiedenen Lichtfarben und die ganzen Einheiten und Angaben, die es da so in dem Zusammenhang gibt, schreibt es unten in die Kommentare und auch eure Erfahrungen natürlich. Auch ein Daumen nach oben wäre super und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann gerne abonnieren. Und ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Bis demnächst bei Dux Aquaristik-Experimente.